Bei der Marslandung von Perseverance hat die NASA von den sogenannten 7 Minutes of Terror gesprochen. Ja, und durch diese Feuerhölle beim Wiedereintritt will sie, also die NASA, anstatt mit einem konventionellen ablativen Hitzeschild, jetzt mit einer Handvoll aufgeblasener Kunststoffringe fliegen. Völlig verrückt. Nicht nur fliegen, sondern das Hauptproblem bei Marslandungen, das Abbremsen von 25-facher Schallgeschwindigkeit auf im besten Fall Unterschallgeschwindigkeit, das soll mit dieser Technik realisiert werden. Und zwar mit einem Vielfachen an Last oder an Gewicht, was bisher nur möglich war. Aber dazu gleich mehr. In der Technik-Episode heute klären wir, wie die NASA ja jetzt in den kommenden Tagen mit einem überdimensionalen Hämorrhoidenkissen einen Wiedereintritt mit 1600 Grad Celsius überstehen will. Und weiter, warum mit der aktuell einsatzbereiten Hitzeschildtechnologie nur etwa 40% der Marsoberfläche überhaupt für Landungen in Frage kommen und warum aktuell nicht mehr als eine Tonne Heil auf den Mars gelandet werden können. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass ein Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Aber zum Thema der heutigen Episode. Die Landung von Menschen auf dem Mars wird größere und schwerere Nutzlasten erfordern, als jemals auf dem roten Planeten gelandet wurden. Das weiß nicht nur Elon Musk, der mit jedem Starship ja 100 Tonnen aus dem Erdorbit zum Mars bringen möchte. Auch die NASA weiß, dass sie hier ein echtes Problem hat. Marslandungen sind richtig schwer. Hierbei sind eine Menge an Sonden schon verloren gegangen. Deshalb gibt es zum Beispiel auf dem Mars zwei Schiaparelli-Krater. Der nach dem Astronom Giovanni Schiaparelli benannte Krater und ein zweiter, der vom Einschlag der Sonde, die nach dem Astronomen benannt wurde. Ja, und bevor hier die Klugscheißer in den Kommentaren wieder ausrasten, es gibt noch einen dritten Schiaparelli-Krater, der aber befindet sich auf dem Mond. Ein Hauptgrund, warum das Landen auf dem Mars so schwierig ist, seine dünne Atmosphäre. Segen und Fluch zugleich. Klar, wir müssen die Geschwindigkeit, mit der wir den Mars mit unserem Raumfahrzeug erreichen, ja erstmal abbauen. Wenn ein Raumfahrzeug in die Atmosphäre eintritt, wirken aerodynamische Kräfte, vereinfacht wir sagen dann Luftwiderstand, auf dieses Raumschiff ein. Diese Kräfte, die bremsen es ab und wandeln seine kinetische Energie in Wärme um. Und das atmosphärische Abbremsen ist einfach ein sehr masseneffizientes Verfahren, das zu tun. Wenn dich das Thema Hitzeschilde mehr interessiert, mein Video über Hitzeschilde und speziell über den Hitzeschild des Starships, den verlinke ich dir unter dem Video. Das ist eines meiner beliebtesten Videos. Die bisher von der NASA eingesetzte Technologie, mit der man am Mars bremst und dann die Landung ermöglicht, stammt tatsächlich aus den 60er Jahren und wurde schon zum Beispiel erfolgreich bei den Viking-Sonden 1976 eingesetzt. Also Hitzeschild, Überschallfallschirm und dann propulsive Landung. Bis auf den abgefahrenen Skycrane, also alles auch Technologien, die wir bei Perseverance nutzen. Oder besser gesagt, die Perseverance 2021 genutzt hat, um am Mars zu landen. Aber tatsächlich ist Perseverance mit etwa einer Tonne Gewicht an der Grenze von dem, was aktuell technisch machbar ist. Weiter noch, Perseverance konnte nur in einer Tiefebene landen. Die ist gut 1000 Meter unter der normalen Nullebene des Mars. In höheren Ebenen oder sogar auf einem Berg oder dem Olympus Mons, das ist ja der höchste Berg unseres Sonnensystems, das ist aktuell nicht drin. Zurzeit sind nur 40% der Marsoberfläche für die NASA mit der aktuellen Technologie und einer Tonne Nutzlast erreichbar. Da fragt man sich ja schon ein bisschen, wie sich SpaceX das bei dem Red Dragon gedacht hat. Anyway, für all die Probleme, die größere Nutzlasten am Mars mit sich bringen könnten, will das aufblasbare HIAD oder HIAD die Lösung bieten. HIAD oder HIAD, das steht für Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator, zu Deutsch aufblasbarer aerodynamischer Hyperschallabbremser. Bei den festen ablativen Hitzeschilden ist man, wie gesagt, am Maximum angekommen, was man in aktuelle Raketen noch gut hineinbekommt. Selbst das Starship hat ja nur einen Durchmesser von 9 Metern. Auf die Technologie des Starships für den Wiedereintritt kann ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Das Video, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Nicht nur SpaceX, auch die NASA macht sich Gedanken über Crewflüge zum Mars. Ende der 30er Jahre könnte es nach NASA-Planung soweit sein. Und um das zu ermöglichen, ist von 20 bis 40 Tonnen Nutzlast auf dem Mars die Rede. Da braucht es etwas viel Größeres als alles, was die NASA bisher gemacht hat. Ein vergrößertes HIAD könnte die Wiedereintrittsfläche und den Hitzeschutz bieten, die für eine Crew-Mars-Mission erforderlich sind. Darüber hinaus könnte die HIAD-Technologie die Nutzlast auch zukünftig noch viel weiter erhöhen und die Landung in größeren Höhen ermöglichen, als es derzeit möglich ist. Das flexible Wärmeschutzsystem ist außerdem faltbar, nimmt so wenig Platz in der Rakete ein und ermöglicht, weil aufblasbar, eine bessere Nutzung des Nutzlastvolumens der Trägerrakete. Klingt zu schön, um wahr zu sein.
Und es war ein Haufen an Problemen zu lösen, bevor man das System jetzt für einen Return aus dem Erdorbit testen kann. Daher wurde das bislang nur in 2 ballistischen Höhenflugtests mit maximal Mach 5, also der 5-fachen Schallgeschwindigkeit, erprobt. Schallgeschwindigkeit, Überschallphänomene. Ich freue mich sehr, dass ich nächste Woche hier auf dem Kanal mit Professor Chris Combs ein Interview zu all diesen Themen machen werde. Aber zurück zum Thema der heutigen Episode. Die Hayat-Konstruktion besteht aus einer aufblasbaren Struktur, die ihre Form gegen die Kräfte aus dem Wiedereintritt beibehält. Und aus einem flexiblen Wärmeschutzsystem, das der großen Hitze beim Wiedereintritt standhält. Die aufblasbare Struktur besteht im Prinzip aus einem Stapel unter Druck stehender konzentrischer Ringe, die mit Gurten zusammengeschnallt sind. Diese Ringe, oder mathematisch als Tori beschrieben, bestehen aus geflochtenen synthetischen Fasern wie Aramid, das du vermutlich besser unter dem Markennamen Kevlar kennst und dessen Zugfestigkeit 10-mal stärker ist als die von gewöhnlichem Baustahl. In diesen Tori, in diesen Ringen, ja, da ist ein gasdichter Liner, der zusammen mit dem Aramidgewebe für die Formstabilität der Ringe nach dem Aufblasen sorgt. Und damit sich das beim Packen nicht irgendwie krumpelt und voneinander löst, ist das Ganze mit einem Spezialsilikon verklebt. Auch wenn die Temperaturen beim atmosphärischen Eintritt mit maximal 1600 Grad deutlich unter denen von bisherigen ablativen Hitzeschilden liegen, muss diese innere Struktur vor diesen Temperaturen geschützt werden. Dafür ist ein flexibles TPS notwendig. TPS, das steht im Englischen für Thermal Protection System, also das Wärmeschutzsystem. Es besteht aus 3 Schichten, einer äußeren Schicht aus Keramikfasergewebe, genauer gesagt Siliziumkarbid, dann aus einer isolierenden Schicht aus Aerogel, um die Wärmeübertragung zu verhindern, und dann abschließend aus einer inneren Schicht, die verhindert, dass heißes Gas die aufblasbare Struktur erreicht. Dieser gesamte Aufbau, der muss natürlich weiter flexibel sein, damit er schön dicht gepackt werden kann. Sonst wäre ja einer der großen Vorteile dieser Technologie gegenüber von konventionellen Hitzeschilden dahin. Das geht sogar so weit, dass eine Hydraulikpresse das Hayat in seinen Transportbehälter gequetscht hat. Die NASA spricht von einer Packungsdichte von Holz nach dem Zusammenquetschen. Auch wenn man es sehr eng packen kann und es trotz der großen Endform dann entfaltet, gut in eine Rakete hineinbekommt, ja, einen großen Nachteil hat das Design aber gegenüber kegelförmigen Kapseln. Ja, es ist nicht selbstausrichtend. Sollte das System falsch herum oder taumelnd eintreten, wird es das wahrscheinlich nicht überleben. Um das bei dem aktuellen Test zu verhindern, nutzt man die Fähigkeiten der Centaur-Oberstufe. Der aktuelle Test hat den Namen Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, kurz LOFTIT, und fliegt als sekundäre Nutzlast des NASA JPSS-2-Satelliten an Bord einer Atlas V. Nachdem der JPSS-2-Satellit ausgesetzt wurde, wird die Centaur-Oberstufe der Atlas V ein De-Orbit-Manöver durchführen. Das heißt, sie wird mit der Perigeumsabsenkung den Wiedereintritt einleiten. Danach wird das Reaction Control System der Centaur-Oberstufe das LOFTIT auf den gewünschten Eintrittspunkt ausrichten. Immer noch an der Centaur-Oberstufe befestigt, wird die Lufthülle des Hayat aufgeblasen und anschließend wird das Reaction Control System der Centaur benutzt, um das LOFTIT und die Oberstufe in Längsrotation zu versetzen. Jetzt erst wird das LOFTIT durch einen Federmechanismus von der Oberstufe getrennt. Durch diese Drehung, den sogenannten Spin, wird das System dynamisch stabilisiert. Da es sich um seine Längsachse dreht, ist es wie ein Kreisel nur sehr schwer aus dieser Orientierung zu bringen, was dann den Flug stabilisiert. Wenn dich das Thema mehr interessiert, auch wie das bei der ISS zum Beispiel funktioniert, dazu habe ich ein sehr, sehr gutes Video, verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung. Ja, damit sich das LOFTIT und die Centaur nicht in die Quere kommen, wird die Centaur-Oberstufe noch ein Ablenkungsmanöver durchführen, also dass sie halt nicht so nah beieinander sind. Beim Wiedereintritt in die dichteren Atmosphärenschichten wird LOFTIT dann schnell abbremsen, von der 25-fachen Schallgeschwindigkeit auf unter 1000 km pro Stunde, also von Hyperschallgeschwindigkeit auf Unterschallgeschwindigkeit. Wenn er erstmal so weit verlangsamt, kann mit einem konventionellen Fallschirmsystem abgebremst werden. Und das System landet dann hoffentlich unversehrt vor Hawaii im Pazifik. Rettungsringe sind ja Freihaus mit dabei. Ja, das Wichtigste am Test, oder warum macht man Tests, um Daten zu generieren. Während des gesamten Fluges überträgt ein Sender regelmäßig mit niedriger Bitrate Daten an einen Satelliten. Im besten Fall kommt es sogar nicht zu einem Funkblackout. Große Mengen an Sensordaten und Videoaufnahmen werden hingegen an Bord gespeichert und zusätzlich in einem speziell geschützten Datenrekorder. Kurz nach Atmosphäreneintritt wird der dann aus Redundanzgründen abgeworfen. Zur sicheren Bergung tragen dann ein Peilsender und speziell trainierte Suchteams bei. Auf diese Weise sollten hoffentlich viele gute Daten des Tests zur Auswertung bereitstehen.
Ich habe mit Marsflügen eingeleitet, aber die Beförderung von Menschen auf die Marsoberfläche ist nur einer der vielen möglichen Anwendungsfälle von Lofted oder der Hayat-Technologie. Die United Launch Alliance arbeitet zum Beispiel daran, bei ihrem nächsten Arbeitspferd, der Vulcan-Rakete, die Triebwerke nach dem Start zu bergen. Die Idee wäre, die Triebwerkssektion mit den beiden BE-4-Triebwerken abzusprengen und mit einem Hayat so langsam in niedrigere Höhe zu bringen. Hier könnte man dann mit einem Parafoil und einem Helikopter die Triebwerke in der Luft einsammeln. Da die Raketentriebwerke das mit Abstand teuerste Einzelteil an so einer Rakete sind, ist die Idee vermutlich gar nicht mal so doof. Auch in Europa hat man sich das Konzept angeschaut. So wurde untersucht, ob man die Vega-Oberstufe nicht mit einem Hayat zurück auf die Erde bekommen könnte. Dazu wurden am DLR auch einige Tests gemacht. Aber auch der deutlich einfachere Rücktransport von Dingen aus einem niedrigen Erdorbit ist nun technologisch denkbar. Etwa von speziellen Materialien, die im Weltraum produziert werden, weil sie nur in der Schwerelosigkeit hergestellt werden können. Wie Metallschäume, einkristalline Legierungen und Spezialglas oder ganze Module. Und wer weiß, vielleicht müssen Satelliten zukünftig nicht nur wieder aus dem Orbit entfernt werden, sondern auch ein Verglühen in der Erdatmosphäre soll vermieden werden. Wenn der Test funktioniert, hätte man eine Technologie, um das Verglühen zu verhindern. Wenn du bis hierher geschaut hast, habe ich dich ganz offensichtlich nicht verglüht und dir hat das Video gefallen. Wenn du mithelfen magst, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, könntest du das Video an Menschen teilen, von denen du denkst, dass sie es interessieren könnte. Oder du bist Teil der Senkrechtstarter-Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Ja, und auch die nächsten großen Dinge wieder eintreten lassen. Unser ganz persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.